Wie flexibel müssen wir in Zukunft sein? Wie oft müssen wir um- und dazulernen? Was fordert die globalisierte Weltwirtschaft von uns? Ich glaube einfach, dass nachdem 89 der Kommunismus zusammengebrochen ist, ist mehr oder weniger jetzt das neoliberale System zusammengebrochen und wir werden wie immer einen Mittelweg finden müssen. Ich meine, Marktwirtschaft und Kapitalismus wird niemand abschaffen, aber so wie es praktiziert worden ist, so kann es nicht weitergehen. Wir tappen ja alle schwer im Dunkeln. Wir wissen, dass es eine Wirtschaftskrise gibt. Nur mir kommt vor, wir merken sie gar nicht. Also die Wirtschaft heute ist furchtbar. Das sehe ich als alte Frau in meiner Pension. Müssen nur wir uns an die Spielregeln der globalisierten Weltwirtschaft anpassen? Bedeutet jedes Abweichen von den Spielregeln der Marktwirtschaft weniger Gewinn, weniger Einkommen und auch weniger Lebensqualität? Oder sind diese Spielregeln auch wieder gestaltbar? Ich denke, die Wirtschaft müsste sich generell vielleicht ein bisschen verändern, dahingehend, dass sie halt darin investiert, wo es wirklich Sinn macht. Ja. Es wird immer Wirtschaft geben. So oder so, in Großen oder in Kleinen. Das heißt also so. Normal werden sie groß, dann zerfallen sie und werden wieder klein. Und große Firmen werden irgendwann wieder zerspalten und werden wieder bei kleinen weitergehen. Ich denke, es müsste vielleicht auch eine Veränderung vonstatten gehen, so dieses Nord-Süd-Gefälle. Sich Wirtschaftsbosser Gedanken darüber machen, ob man jetzt so ewige Wachstumssteigerung wirklich braucht oder ob es nicht vielleicht doch besser wäre, ein bisschen zurückzustecken und eher in Lebensqualität zu investieren. Wir das Thema Lebensqualität mehr in den Mittelpunkt stellen, sprich nicht nur die Profitgier, die offensichtlich in den letzten Jahren entscheidend war für das meiste, sondern indem wir fragen, was brauchen die Menschen in der Zukunft, hier natürlich, aber auch genauso auf anderen Märkten. Und da kann man sich bei Lebensqualität sehr vieles vorstellen, von der Energiewirtschaft bis zur Bildung, Wissenschaft. Das werden die Themen der Zukunft sein, gerade auch für einen Standort wie Salzburg. Die Wirtschaft auch so gestaltet werden, dass die Menschen leben können. Also es sollte sich grundsätzlich an den menschlichen Bedürfnissen orientieren. Also ich glaube, dass es einige wirtschaftspolitische Reformen geben muss, vor allem, wie schon in der Tagung angesprochen, im Finanzbereich. Also ich glaube, es muss eine Finanzaufsichtsbehörde geben, damit dieses ganze Konstrukt nicht vorhersehbar wird, aber vielleicht mehr steuerbar. Mit Neugierde, denn wir stehen mitten in großen Veränderungen. Wirtschaft heißt immer Veränderung, es wird ständig irgendwas Neues erfunden, es gibt neue Lebensgewohnheiten. Das ist aber nur bewältigbar, wenn wir nicht auf dem beharren, was schon ist, sondern wenn wir die Fähigkeit haben, das zu bewältigen, was kommt. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig sein wird, den Unternehmern, dem Mittelstand, jenen, die die Arbeitsplätze schaffen, die Rahmenbedingungen zu geben, dass sie das auch in Zukunft tun können. Wie schon gesagt wurde, die öffentliche Hand sich darauf massiv vorbereitet und vor allem jetzt nicht nur Einzelgemeinden, sondern das interkommunal zu behandeln. Eine unabdingbare Voraussetzung ist die, dass ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen denen, die die Wirtschaft repräsentieren als Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auf der anderen Seite, dass das besteht und da weiter ausgebaut wird. Also ich denke, dass das, was wir heute vormittags gehört haben, dass man also hier die soziale Komponente wieder stärker in den Fokus rücken muss, in der allgemeinen Politik eine ganz wesentliche Rolle hat, sowohl in Finanzpolitik, Budgetpolitik, als auch in Arbeitsmarktpolitik. Ohne dem wird es nicht gehen.